Guten Morgen, liebe YouTube-Online-Radler. Heute machen wir mal was ganz Spezielles. Wir machen eine Entkistung. So heißt es Unboxing auf Deutsch. Und zwar haben wir für Jule ein WeRide Copilot gekauft. Schauen wir uns doch mal zuerst die Kiste von außen an. Das hier ist das Teil. Kam so von Amazon geliefert und ist praktisch ein halbes Fahrrad mit einer Kupplung, die man bei sich hinten ans Elternfahrrad machen kann. Damit die Kinder, die Fahrradfahren lernen, so ein bisschen Gefühl fürs Tretteln, Treten und Lenken bekommen. Obwohl der Lenker ist leicht starr. So, dann packen wir mal aus, was da alles Tolles drin ist, ne? Zuerst für die Sicherheit die Fähnchen. Das Fahrrad ist nicht noch ganz schwer. Ja, das Fahrrad ist ganz schwer, ne? Und das Fahrrad. Komm hin, ja. Papa, da liegt noch etwas. Da ist noch was drin. Werkzeug. Papa, hier ist noch etwas. Eigentlich müsste man das genau andersrum machen, ne? Dass man das vorne dran sieht. So, den Karton heben wir mal auf, falls es doch nichts ist. Ich packe das Teil jetzt gleich mal aus von den ganzen Verpackungssicherungen. Und die Farbe grün, die sieht ja mal schon mal richtig trendig aus. Schaut mal. Und zu guter Letzt machen wir noch ein bisschen Luft drauf. Ich denke mal, so 2 Bar sollten beim Kind gut sein. Dann kann die Tour gleich losgehen. Hier. Yeah. Mama? Oh, ich habe gar keine Luft. Der Papa? So. Mama, weißt du, es geht nach oben. Deswegen ist das extra hier drinnen, weil das nicht kaliert, weil man fährt ja hier drauf mit den Dingen. 2,5 Bar, dass der Papa nicht so schwer treten muss. Ja, 2,5 Bar, das ist super. Da muss ich nicht so schwer bergauf treten, weil ich glaube, die wird bergauf nur rückwärts treten, wenn überhaupt. Das WeRide Copilot hat keine Gangschaltung. Hier, das Grün sieht ganz toll aus. Gefällt mir richtig gut. Schöner Effekt. Hier ist das Klappgelenk, dass man es im Auto dann transportieren kann. Die Kupplung, leider hat die hier so Anschlagsbegrenzer, wenn man eine Kurve fährt. Und der Kurvenradius, der ist riesig. Also mit dem Sattelschlepper, mit Anhänger kommt es, glaube ich, besser um die Kurve. Da muss ich gucken, ob ich hier abflexe. Ja, der Lenker fürs Kind ist Harley-Style, richtig geil. Florida, super, macht richtig Spaß. Und wir haben den Sattel für Jule, die ist 1,10 Meter groß, ganz nach unten gemacht und den Reflektor auch ausgebaut. Und natürlich alle Schrauben angezogen. Und dieses kleine Schutzblech dort soll die Kinder vor dem Schmutz vom Elternfahrrad schützen. Das war jetzt das WeRide Copilot im Entkistungsvideo. Und da wir heute 10 Grad und Sonnenschein haben, geht es jetzt gleich auf große Tour bei uns in der Siedlung. Papa, guck mal, wie viel ich ausgeben muss. Ja, toll.
Papa, mach doch mal ein bisschen doller. Ja, schneller kann Papa müssen. Ich muss nach vorne gucken. Wir machen jetzt gerade die erste Tour mit dem V-Ride Co-Pilot, also eine Testfahrt bei uns hier im Flachen. Ja, es geht ganz gut. Aber es ist meine erste Radtour seit Januar. Bisschen anstrengend für mich. Aber ich habe hier hinten ein halbes PS drauf. Papa, ich mache so Geräusche, weil ein halber gut So, ihr seht jetzt, dass wir den Karton noch mal am Fahrrad zu stehen haben. Der Grund ist, weil dieses V-Ride Co-Pilot komplett schief verbaut ist. Da ist irgendein Problem mit diesem Knickgelenk. Und zwar fährt der Trailer, also dieses V-Ride, 10 cm neben dem Rückgrat vom Fahrrad. Dann sitzt Jule gerade oder ich stelle es so ein, dass es in der Spur vom Fahrrad läuft. Dann ist auch diese Kupplung genau in der Spur von meinem Hinterrad. Dann fährt das V-Ride aber so schräg. Und wenn ich dann so einstelle, wenn man also die Kupplung dreht, dann steht es gerade, aber die Stange ist ja nicht mehr über meinem Rückgrat, sondern ist so 20 cm nebendran. Und dann würde mir bei mir die Kupplung ständig am Bein schleifen, also das geht gar nicht. Wir probieren es nochmal mit dem neuen. Und wenn das auch nichts bringt, dann war das halt alles China-Crap. Ne? Okay, als denn. Tschüss, schönen Dank fürs Zuschauen.